Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Black Flag. In der letzten Folge haben wir ja Steve Rogers getötet. Es gibt zwei Rogers, oder? Und ja, wir wollen jetzt nach Afrika segeln. Nach Principe. Uns natürlich um die Person zu kümmern, um die wir uns kümmern müssen. Alle Segel, sie verträgt das! Leider wieder eine relativ lange Fahrt. Aber, naja. Wir haben halt schon sehr viele Sachen erledigt hier. Da, die Flagge. Das hätte ich so gerne als Tattoo. Und irgendwann werde ich es tun. Vorschiebs? Für Schafe! Okay, wir müssen diese Insel umschiffen. Nach links. Das ist auch keine Insel, ehrlich gesagt, aber egal. Schon wieder. So, können wir den Kurs halten? Ja, da kommt nichts mehr dazwischen. Der Wind steht auch günstig. Wunderbar.
und Miss Fortune. Ist das der Name des Schiffes von diesem anderen Roberts, dem Weisen? Captain! Der hier bewegt sich noch! Wer war das? Das war ein riesiges Schiff. Die Royal Fortune. Roberts. Ohne jede Gnade. Sagten kein Wort. Bartholomew Roberts aufspüren. Falsch. Wo sind wir denn? Ah, der sagt schon wieder nicht. Ich glaube nicht, dass es das hier ist, oder? Haben wir irgendwas anderes, was... Na dann komm mal. Ups. Ach, das ist ein Captain-Typ. Ich hab mich gerade am Kopf gekratzt, weil ich dachte, der macht jetzt den Move, aber. Da ist mehreres möglich. Ui.
Ja, das war nicht so gut. Ah, ich hab eigentlich nur Kreis gedrückt. Ich dachte, er geht an die Kante. Ach, manchmal Spiel. Ja, toll. Wow. Und die Speicherstände sind auch immer so vorzüglich gewählt. Hey Leute. Hier ist noch Sprengstoff. Ich wollte das unbedingt schaffen. Yeah.
Oh, da ist auch noch Sprengstoff. Ich arbeite dran. Bastard, holen wir uns. Pass auf das Mörserfeuer auf! Steuern genau auf die Klippen zu! Feuer! Ja! Und getroffen, Sir! Bereit zu schießen, Sir! Feuer! Macht das der überhaupt irgendwas? Klippen direkt voraus! Feuer! Feuer! Hebt den... Bereit zu feuern, Sir! Beeilen uns schon, Sir! Feuer! Bereit zu feuern, Sir! Feuer! Ich glaube, das Spiel will gerade nicht, dass wir den jetzt schon bekommen. Segel, holt sie wieder! Und die Landratten ein!
Edward Kenway. Es meinte mir ungemein, wie viel Aufmerksamkeit du mir schenkst. Möge der Bessere von uns den Zweitbesten besingen. Wie versprochen. Wie gut ich mich doch kenne. Was ist mit dir, Edward? Fandest du den Frieden, den du wolltest? So hoch sind meine Ziele nicht. Frieden ist nur eine kurze Verwirrung zwischen zwei Kriegen. Dann bist du ein Stoiker. Vielleicht habe ich mich in dir geirrt. Sie hätte bestimmt noch Verwendung für dich gefunden. Sie? Von wem sprichst du? Sie, die stets wartet. Verschüttet. Ich hatte gehofft, sie zu finden, sie wiederzusehen. Die Tür des Tempels zu öffnen, zu hören, wie sie meinen Namen spricht. Aida. Du spinnst, Mann. Ich wurde zu früh geboren. Wie so viele andere vor mir. Wo ist der Apparat, Roberts? Zerstöre diesen Körper, Edward. Die Templer, wenn sie mich kriegen. Ja klar, ich bin gerade mit seinem Körper davon gelaufen, weißt du, kämpfe ich trotzdem noch. Besten ist es, sie haben der wohlhabendsten Piraten. Naja. Nun gut, wohin jetzt? Havanna! Genau da, wo wir hinwollen. Aber das ist eine ganz weite Fahrt. Ich würde sagen, alles setzen und schafft zum Wind ausrechnen. Überspringen wir gerade mal so zwischen den Folgen. Ich werde da jetzt hinsegeln zwischen den Folgen. Und wir treffen uns dann kurz vor Havanna wieder. Bis dahin.